Und damit heiße ich euch abermals herzlich willkommen zum fünften und damit auch letzten Teil der Serie zum Fliegerhorst Rheine-Bentlage. Ihr seht hier nochmal die altbekannte Übersichtskarte über den Fliegerhorst. Wir befinden uns mittlerweile allerdings schon gegen Ende des Krieges und den Schauplatz, den wir euch heute vorstellen wollen, der befindet sich schon gar nicht mehr auf dem Areal, sondern dazu müssen wir in eine nächste Karte reingehen. Ja, der rote Bereich markiert den Bereich, in dem wir uns heute umsehen wollen. Dort sollte ein weiterer Flugplatz entstehen, nämlich ein sogenannter Silberplatz unter dem Namen Steyde. Das Ganze lief unter dem sogenannten Silberprogramm. Das waren letztendlich Flugpisten bzw. Start-Landebahnen, die speziell für die Messerschmitt 262 ausgelegt waren. Das Ganze war noch im Aufbau befindlich. Auf dem Weg dahin, und das markiert uns der rote Pfeil, da haben wir die Ausweichfläche Rheine B. Zu dieser Ausweichfläche kommen wir gleich im Außenbereich. Da habe ich dann ein Zitat drüber, wofür die da war. Und das Ganze habe ich euch noch in einer normalen Luftkarte ebenfalls markiert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt lesen kann, denn das Bild ist schon wirklich sehr groß. Wir haben hier also, ihr seht es da unten rechts, die größte Ausdehnung 1945 eingeblendet. Ja, im rechten Reich wieder die Luftbildaufnahme oder die Aufnahmen, die man so kennt und von den vorherigen Videos. Dazwischen der Bereich der Ausweichfläche Rheine B. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Dann haben wir euch Strukturen eingezeichnet, und zwar 6 Stück, die wir in diesem Video behandeln wollen. Und ganz oben links an der Ecke, da seht ihr die Markierung Silberplatz Steyde. Da war die im Ausbau befindliche Start-Landebahn für die Messerschmitt 262. Ja, wir haben hier nochmal eine Luftaufnahme vom August 1953. Ihr könnt das unten rechts sehen, da war das Ganze natürlich schon im Rückbau befindlich. Die Luftaufnahme ist etwas detaillierter und die werden wir jetzt auch dann bei weiteren Einblendungen über den Platzteil verwenden, da der Rückbau jetzt letzten Endes unserer Erkundung dort oder dem Vorstellen der Strukturen keinen Abbruch tut. Ja, schauen wir uns das Ganze noch mal einmal kurz in dem Geländemodell an, in der Übersicht. Das ist jetzt wieder so aneinander geschnitten, dass es einigermaßen passt. Ich werde diesmal vor jeder einzelnen Struktur, die wir besuchen, eben kurz diese Karte rangezoomt einblenden und auch vom Luftbild noch einen Zoom machen, damit jeder auch nachvollziehen kann, wo wir da sind. Und jetzt schalten wir mal ins Außenstudio rüber. Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen wieder mal im Außenbereich. Wir sind noch nicht an der ersten Struktur, die ich euch zeigen möchte, sondern wir sind hier an dem Bindeglied zwischen dem ehemaligen Fliegerhorst Rheine-Bentlage, welcher sich dort hinten befindet. Und hier links haben wir dann nachher die Stovener Heide oder den Silberplatz Steyde, wo wir dann in diesem Video darauf eingehen werden. Was ihr hier vorne seht, diese Baumreihe, die immer mal wieder so ein bisschen offen ist und dann wieder geschlossen. Diese Linie entlang, da befand sich die sogenannte Ausweichfläche B, die ich euch ja in der Anmoderation auch schon gezeigt habe auf der Karte. Und ich glaube, man sieht es jetzt auf der Kamera nicht, aber genau in diese Richtung, da steht dieser Überrest des Flakturms, wo wir im letzten Video waren, und auch da vorne rechts der Wald, den man da erkennen kann. Das ist der Wald mit den MG-Nestern und den anderen beiden Flaktürmen. So, und jetzt bewegen wir uns von hier. Hier ist übrigens, dieses Gelände ist schon Niedersachsen, da vorne rüber in den Wald, und dann sehen wir uns an der ersten Struktur wieder. Bis gleich. Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen an Struktur Nummer 1. Der Dennis ist auch wieder mit dabei. Und bevor wir aber jetzt auf die Struktur Nummer 1 eingehen, da seht ihr schon im Hintergrund was, möchte ich noch mal eben kurz auf die Ausweichfläche B eingehen. Da hat ein Foren-User was ganz Interessantes zugeschrieben, damit wir das mal eben auch technisch besser einordnen können, lese ich euch das mal eben vor. Die Ausweichfläche Rheine B, die im Kriegsverlauf ab November 1944 jenseits der Landesgrenze nach Niedersachsen entstand, zum Abstellen und Aufbereiten von Jagdflugzeugen. Die Abstellfläche war direkt verbunden mit dem Abstell- und Rückzugsbereich im Stovener Wald,
auf den wir ja jetzt gleich eingehen. Mit zahlreichen Abstellplätzen, Splitterboxen, Wartungshalle und im Ausbau begriffener Startbahn für Messerschmitt 262. Ja, die im Ausbau befindliche Startbahn für die 262, die habt ihr ja schon in der Anmoderation gesehen. Die habe ich euch ja auf der Karte eingezeichnet. Dazu werden wir im Verlauf des Videos allerdings nicht kommen, weil da gibt es gar nichts mehr zu sehen. Die von mir angesprochene erste Struktur. Und zwar befinden wir uns hier am Eingangsbereich oder am ehemaligen Zufahrtsbereich des Munitionsdepots oder der Munitionsniederlage, die sich da hinten im Wald befand. Es gibt noch ein paar kleine Reste davon zu sehen. Wir wollen mal gucken, wie motiviert wir gleich sind, uns dann noch durchs Unterholz zu schlagen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, viel ist da nicht mehr. Und von den Munitionslagerhäusern sieht man auch nichts mehr. Das waren auch mutmaßlich Holzbaracken. Da hat man also keine Betonstruktur aufgebaut. Das ehemalige Wachgebäude allerdings, davon kann man noch jede Menge erkennen. Wie das wirklich mal früher ausgesehen hat, das ist jetzt auch Mutmaßerei. Denn ihr seht selber, wenn ihr auf den Klinker guckt, wir haben hier unterschiedlichste Klinkerstrukturen. Und wir haben mit Sicherheit die eine oder andere Öffnung in diesem Gebäude, die es früher nicht gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Dach zum Beispiel früher auch noch gar nicht aufgesetzt war. Wenn wir hier im weiteren Verlauf des Gebäudes schauen, seht ihr hier auch wieder ne, neuerer Klinker, älterer Klinker. Und ja, hier vorne der Eingangsbereich, denke ich, der war schon immer so. Mehr vermag ich zu diesem Gebäude gar nicht zu sagen. Wir gucken jetzt mal in dem Wald da vorne, ob wir da einigermaßen reinkommen, ohne dass wir gleich von 100 Zecken überfallen wurden. Und dann schauen wir mal, ob ich euch da noch ein bisschen was filmen kann. Also seid gespannt. So, wir sind jetzt, haben uns motivieren können und sind hier mal einmal reingegangen in das Gebiet. Das ist hier also sehr von Wasser durchzogen. Auf dem Geländemodell, da kann man immer noch die Fundamente erkennen, wo die Munlagerhäuser mal gestanden haben, die sieht man hier vor Ort nicht mehr. Da haben wir schon mal geguckt, keine Chance. Was man aber immer mal wieder finden kann hier in dem Gelände, das sind diese kleinen Backsteinstrukturen, die ja mutmaßlich irgendetwas mit der Drainage hier zu tun hatten. Das ist also jetzt nicht irgendwie irgend so ein Block Backstein, den hier mal irgendwer abgekippt hat, der ist hier fest verbaut. Das Ding steht hier mit Sicherheit eben seit dieser Zeit, seit dem Ausbau dieses Munitionsdepots. Wir haben da im hinteren Bereich noch weitere dieser Strukturen. Ich denke, wir gehen da noch mal eben hin, filmen euch das ab und dann sehen wir uns da noch mal wieder. Ja, wir sind hier noch mal ein bisschen weiter in den Wald reingegangen. Wir haben mal eben nach so einer Lage eines dieser Munitionshäuser geguckt. Ihr seht hier schon wieder diese Klinkerstruktur und wir haben hier auch verlaufend einen Drainagebach, oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Hier vorne haben wir noch betonierte Überreste. Was genau das jetzt ist oder war, schwierig zu sagen. Genau in diesem Bereich, wo ihr hier das ganze Gestrüpp seht, da stand also eines dieser Sperrmittelhäuser. Man kann das Fundament, wie gesagt, auf der DGM-Karte noch sehr gut erkennen. Aber hier vor Ort ist da einfach nichts mehr zu erkennen. Da müsste man, wenn man jetzt hier betätigen möchte, dann müsste man sich wirklich archäologisch betätigen. Erstmal, ich schlage vor, Agent Orange, Brandrodung, dann ausgraben das Ganze und dann könnte man vielleicht noch was finden. So, ein letztes machen wir jetzt noch. Wir gehen noch mal da vorne in diesen Bereich. Das liegt noch ein bisschen südlich. Wir befinden uns halt immer noch auf diesem Munitionsbereich. Das wird dann aber auch das letzte sein, was wir da filmen. Da weiß ich, es sind auch noch ein paar dieser Backsteinstrukturen erhalten. Vielleicht kann man da etwas besser von ableiten, wie das mal ausgesehen hat. Also bis gleich. So, wir haben jetzt hier noch eine dieser im Backstein gemauerten Strukturen entdeckt. Es könnte sich hierbei auch um kleine Brücken handeln, die man hier über diese entsprechenden Drainagegräben gebaut hat. Ich habe jetzt keinen Zufluss gesehen, der kann aber auch unter Wasser liegen. Hier vorne, wo hier das Ende ist, lässt sich jetzt auch nicht verifizieren. Ihr seht, wie schwierig das Gelände hier ist.
Hierbei könnte es sich mutmaßlich um einen Sprengplatz gehandelt haben. Die Munition hier, die hier noch lagerte, wurde wohl Ende des Krieges hier an Ort und Stelle gesprengt. Daher könnte dieser Aushub stammen. Ist aber auch halt mutmaßlich, ne? Kann eventuell auch an anderer Stelle geschehen sein, aber wir wollen das auf jeden Fall mal hier so festhalten. Und ja, hier sind etliche Mücken schon unterwegs. Also das Gebiet hier ist wirklich nicht schön begehbar. Ja, wir schauen mal, was wir uns jetzt hier noch, was wir euch noch hier noch präsentieren können. Ansonsten werden wir zusehen, dass wir das hier so schnell wie möglich wieder verlassen. Ja, dieses Fundstück hier im Wald ist auch noch zu sehen. Ob das jetzt noch irgendwie aus der Zeit sein könnte, ich weiß es nicht. Diese Dinger hier vorne rechts auf jeden Fall, das sind rechteckige Löcher, die hat da irgendwer reingeschlagen. Das ist jetzt also nicht durch irgendwelche Projektileinwirkungen entstanden. Ja, was haben wir hier? Eventuell einen kleinen Bombenkrater. Wir bewegen uns jetzt hier nochmal weiter. Hier seht ihr wiederum diese auffällige Klinkerstruktur, die es hier überall irgendwie gibt. Lässt sich jetzt aber auch nicht irgendwie näher zuordnen, wofür das Ding da mal gewesen ist. Vielleicht ist das sogar auch durch eine Sprengung dahin befördert worden. Wir gehen hier noch mal einmal kurz so grob in den Wald. Vielleicht finden wir jetzt noch spontan irgendwas. Ansonsten möchte ich sagen, hier liegt noch ein bisschen Beton. Ansonsten möchte ich sagen, beenden wir den Abschnitt des Munitionsdepots. Genug kleinste Zeitzeugen haben wir hier gefunden. Ja, ich denke, das ist hinreichend dokumentiert. Wir bewegen uns, nachdem ich euch diese weitere Struktur mit Klinker gezeigt habe. Guck mal hier, sieht wunderbar. Also das ist für mich einfach auf jeden Fall ein Übergang über diese Drainage, wie wir das da hinten auch schon gesehen haben. Wir schalten jetzt rüber. Und zwar zur Struktur Nummer 2. Denn dieser Wald hier, ganz ehrlich, der nervt. Hier ist alles voll mit Viechern, hier ist alles total nass, sehr schlecht begehbar. Kein guter Ort. Bis dann. Ja, hier vorne diese Richtung, da ist der Wald des Todes, wo wir uns gerade daraus gemeldet haben. Struktur Nummer 1. Diese ganzen Wege, die ihr hier seht, die sind alle im Rahmen des Ausbaus dieses weiteren Flugplatzgeländes entstanden. Und die Rollbahn hat man auf Vulkanasche oder Vulkanschlacke aufgebaut. Und wir haben hier, und das Bild habe ich euch ja auch eingeblendet, an der Struktur Nummer 2 auch nochmal aus der Luft so ein Rechteck zu sehen. Es könnte sich hierbei auch um einen ehemaligen Lagerplatz dieser Schlacke gehandelt haben. Denn wir finden hier mehrere noch vorhandene kleine Haufen mit eben jener Struktur. Ja, die Ecke kann man ganz gut erkennen. Ist hier im Wald überall noch ein bisschen was verteilt. Kann aber auch einfach eine Abstellfläche hier gewesen sein. Und dass man die vielleicht mit dieser Schlacke noch unterfüttert hat. Das wollte ich euch nur gezeigt haben. Eine ganz kleine Nummer. Die Struktur Nummer 2 muss man auch schon finden wollen, sonst findet man es nicht. Und jetzt, wohin gehen wir jetzt, Dennis? Zur Struktur Nummer? Nein. Diese Richtung, gar nicht weit. Ja, wir finden uns jetzt auf dem Weg zu der dritten Struktur. Auch diese Wege hier auffallend breit angelegt. Und hier im rechten Bereich, da sind auch noch ein, zwei Abstellflächen gewesen. Da filme ich aber nicht, wollte es nur erwähnen. Da gibt es wirklich gar nichts mehr zu sehen. Also null. So, weiter geht's hier zur Struktur Nummer 3. Ja, wir sind an Struktur Nummer 3. Der Dennis passt mal eben auch den Dexter auf, weil das ist mir alles zu wiggelig hier durch den Busch immer zu laufen mit dem Hund. Das ist schwer, ich muss den immer tragen und was weiß ich was. Wir müssen nämlich hier direkt in den Wald rein, wir können hier vielleicht noch so ein bisschen diesem Wildpfad hier folgen, dann schauen wir mal. So, und jetzt, ich war hier schon dreimal und jedes Mal war es immer ein Rumgetue und gegucke, wo ist es denn jetzt genau. Ich werde es finden
und dann schalte ich euch wieder dazu. Es ist vollbracht. Willkommen an Struktur Nummer 3. Das ist jetzt hier nicht das Einzige, was ich euch zeigen möchte. Hier scheint es sich irgendwie um einen Betonklumpen zu halten. Ja, ob da noch auch ein bisschen Backstein drin ist, kann sein. Es ist hier alles sehr feucht. Es ist alles sehr bemoost. Man kann das oft nur schwer erkennen. Hier liegt noch mal so ein Klotz rum. Hier unten ist einer. Und dann gehen wir hier mal weiter. Und wir sehen immer wieder Betonüberreste. Da vorne, das Schwarze könnte auch noch ehemalige Bitumenfarbe sein, die da drüber hergemacht wurde zum Schutz, Witterungsschutz. Das geht hier so weiter. Hier sieht man aber auch klar Backsteine gemauert. Es entzieht sich leider unserer Kenntnis, was genau das hier gewesen ist. Das ist also hier reines Rätselraten. Auch auf Luftbildern wird man da nicht sonderlich schlauer. Das Ganze war auf jeden Fall viereckig angelegt. Tja, vielleicht irgendwie eine ehemalige Wartungshalle. Mutmaßerei. So, da vorne sieht man auch noch mal so einen Haufen, ebenfalls auch mit Backsteinen drin. Ich kann mich hier mal oben so draufstellen, dann noch mal so entlang filmen. Ne? Hier seht ihr die ganze Struktur, die da liegt. Hier links haben wir so einen Wall. Ob der jetzt noch irgendwie, ob der, sag ich mal, rein aus Erde besteht oder ob da auch noch irgendeine gemauerte Struktur drunter lagert, das vermag ich ebenfalls nicht zu sagen. Das sind hier nur so die Dinge, die man dann findet, ne, wenn man sich hier im Gelände ein bisschen herumläuft und mal auf die Geländemodellkarte schaut, ohne dass man wirklich was dazu sagen könnte. Also wer das weiß hier, vielen lieben Dank für die Informationen, ne, schreibt es in die Kommentare rein. Hier haben wir auch noch mal so ein Fragment liegen. Ja, und viel mehr, sag ich mal, gibt es hier auch nicht zu sehen. Und jetzt bewegen wir uns auch mal wieder in zivilere Gefilde. Und zwar begeben wir uns zu Struktur Nummer 4. Kann ich jetzt schon mal verraten, ebenfalls ein Zufallsfund, der auch so eigentlich nicht weiter beschrieben ist. Aber mehr dann, wenn wir vor Ort sind. So, da hinten ist der Weg. Hier muss ich noch wieder durch und dann gehen wir weiter. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen an der Struktur Nummer 4. Das hier ist eine ganz interessante Fundstelle, die wir hier getätigt haben. Das werde ich gleich auch noch mal mit einer Luftaufnahme belegen, warum und wieso und weshalb. Wir sind hier am, wie ihr auf der Karte auch erkennen könnt, südwestlichsten Bereich des Silberplatzes Stovaner Heide. Und wir haben hier zwei Übergänge, die auf den hinter uns befindlichen Bereich führen, wo die ganzen Abstellflächen sind und so weiter. Da sind wir ja gerade hergekommen. Und zwar haben wir hier einmal einen schmalen Überweg. Der wird für entsprechende Kfz gewesen sein. Und hier vorne, diese etwas größere Struktur, die ihr hier sehen könnt, das war dann der Überweg für die Flugzeuge. Und wie breit die ganze Geschichte war, das zeige ich euch jetzt, weil wir nämlich jetzt von hier vorne bis ans andere Ende der Struktur gehen werden. Und das machen wir hier live. Da könnt ihr mal schön sehen, wie toll das hier ist, durchs Unterholz zu kraxeln. Aber zunächst einmal hier noch das Ende dieses Betonsturzes. Sieht ja schon alles auch sehr interessant aus. Tja, das müssen wir da irgendwie durch, ne? Einmal noch rüber gefilmt auf den Übergang für die Kfz. Groß schaffen. So. Alles voll mit Brombeere, wie sich das gehört. Was mit dem großen Weg, einmal hier links ist die Struktur und wir befinden uns jetzt schon rechts an der äußeren, was mit dem großen Rollweg hier passiert ist und inwiefern der überhaupt ausgebaut war,
Das vermag ich auch nicht zu sagen, weil es gibt nichts mehr, woran man da irgendwas erkennen könnte. So. Meine Herren, ey. Das ist ein Gestolper hier. Und hier seht ihr Betonstruktur und da oben seht ihr die Kante. Das heißt also letzten Endes die Brücke so als solches. Das ist also hier alles noch bis da hinten hin komplett dieser Betontunnel. Jetzt gehen wir hier noch einmal rum. Hier nochmal sehr schön zu erkennen. An der Seite aufgemauert. Warte mal, das nehmen wir noch mal richtig hier in den Fokus rein, das Ganze, wie das aussieht. So, jetzt haben wir die Struktur auch wirklich schön drauf. Da haben wir oben so einen leichten Betonsturz noch drüber her. Der Rest ist hier aus Backstein aufgemauert worden. Ach so, und das gucken wir uns jetzt auch noch mal eben kurz von vorne an. Oh ja, sehr schön. Ja, Leute, es ist ein bisschen holperig. Liegt einfach daran, dass das hier quasi live ist. Und so sieht das Ding von der anderen Seite aus. Jetzt gucken wir mal, da können wir einigermaßen durchgucken, denke ich, mit der Kamera. Ja. Die Länge der Geschichte, schwer einzuschätzen, aber ich denke, 8 bis 10 Meter werden das wohl sein, die wir hier an Spannweite dieser Brückenstruktur haben, also der Fahrbreite der Brücke. Gut, ich versuche hier wieder rauszukommen und dann begeben wir uns zum nächsten Highlight der 5. Struktur. Bis gleich. Ja, damit, meine lieben Freunde der gepflegten Geländebegehung, befinden wir uns an Struktur Nummer 5. Wir haben hier, ich denke, der eine oder andere wird das schon erkennen, denn wir haben das ja schon im dritten Teil so etwas gehabt. Wir haben hier Widerlager einer sogenannten Bogenbinderhalle. Wir haben hier allerdings komplett andere Struktur. Die Dinger sind anders aufgebaut, das heißt, sie sind auch viel flacher. Ich weiß nicht, wie tief die jetzt in den Boden reingehen, die Fundamente. Hier ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass der Eingang oder die Einfahrt in diese Bogenbinderhalle ist durch ein, ja, ich sag mal, durch so ein doppeltes Element dargestellt, welches allerdings nur auf der dann rechten Seite diese zwei Aussparungen oder Löcher hatte, wo man dann entsprechend das Gestänge so gesehen drin fixieren konnte. Und das verlief dann im Bogen bis da hinten rüber auf die andere Seite. Und das hier ist so schön erhalten, dass ich euch die ganze Geschichte hier einmal komplett abfilmen werde. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch vernünftige Eindrücke. Der Dennis hat gerade gemessen, wir haben hier eine Länge bis hinten von ca. 20 Meter. Und zur gegenüberliegenden Seite sind wir bei ca. 25 Meter. Ich meine, dass wir damit auch dieselbe Länge haben wie bei der Bogenbinderhalle im Nachtflughangar. Ja, warum das hier anders gebaut wurde, das vermag ich ebenfalls nicht zu sagen. Kann aufgrund von Materialknappheit zu Ende des Krieges natürlich hindeuten. Was wir bei der anderen Halle nicht haben, das ist ein Abschluss. Und zwar haben wir hier diese Betonblöcke stehen, an denen irgendwie natürlich auch ein Abschluss gemacht werden konnte oder wurde. Ich finde hier nur keinerlei Hinweise darauf, wo man hier an diesen Blöcken etwas hätte fixieren können. Die sind also, so wie ich das sehe, einfach nur Betonblöcke, ohne dass man jetzt sagen könnte, hier kann man irgendwo was einstecken oder so, irgendwas abspannen dran. Das ist für mich so nicht erkennbar. Vielleicht hat da noch irgendjemand von anderer Stelle noch ein Foto. Aber ja, im Groben und Ganzen. Das ist hier ein sehr schöner Fund und ich muss auch sagen, das war hier dieses hier. War eigentlich so auch, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, warum ich dann mit dieser Serie hier angefangen habe. Was ich das dann mal gefunden habe, hier über die Geländemodellkarte.
Das war allerdings nur zu finden, weil wir hier links und rechts und auch vor Kopf der Bogenbinderhalle diese wallähnliche Struktur haben. Das heißt, hier hat man noch irgendwie so einen Splitterschutzwall angelegt. Wenn der nicht wäre, würde man das hier auf dem Geländemodell nicht sehen, weil Betonstruktur ist da eben nicht erkennbar. Es sind lediglich Erdbewegungen drauf, die man erkennt. Und anhand dessen habe ich dann das Teil hier auch gefunden. Ja, jetzt sind wir am anderen Ende angelangt und hier haben wir wieder diese Doppelstruktur, wie ihr unschwer erkennen könnt. Richtig cooles Teil, wie ich finde, toller Fund. Und wir verlegen jetzt zurück zur sechsten Struktur. Und da werden wir auch das Video dann beenden. Gut, erstmal jetzt hier wieder querfeldein durch den Wald. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur sechsten Struktur des fünften Teils des Fliegerrostes Reine Bentlage. Ihr seht schon, wo wir hier sind, steht da klar eingeblendet. Ich muss noch mal eben was korrigieren. Ich habe da vorhin was erzählt von Vulkanasche oder Vulkanschlacke. Fast 30 Kilometer Rollbahn aus Hochofenschlacke wurde das gebaut. So, also diese Haufen, die wir da gesehen haben, das ist Hochofenschlacke aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen. Wir haben hier auch noch einen kleinen Ausschnitt, auf dem hier ein bisschen was beschrieben ist. Ähnlich der Luftbilder, die wir da auch immer einblenden. Steht aber nicht alles drauf an Strukturen, die es hier gibt. Aber interessant ist halt diese Rollbahnbrücke, die wir vorhin ja auch schon gesehen haben, ist hier dann nochmal etwas eingehender beschrieben worden. Und die filme ich euch jetzt auch nochmal eben kurz ab. Ich will nochmal eben die bauliche Struktur sehen. Na, und das ist halt hier sehr ähnlich zu der anderen Struktur, die wir gesehen haben. Bei der anderen ist nur auffällig gewesen, dass wir hier so eine leichte Rundung hatten und nicht nur einfach so eine Abrisskante. Wir gehen dann nochmal eben hier auf die andere Seite der Rollbahnbrücke und das filme ich auch nochmal eben kurz ab. So, hier auch baulich anders, ebenfalls eine richtige Kante dran und nicht leicht abgerundet, können wir hier rüber gehen. Ja. Und der Rest sieht dann letzten Endes eigentlich baugleich aus wie mit der anderen Rollbahnbrücke. So. Jetzt kommen keine riesengroßen Worte, denn die Geschichte Reine Bentlage ist jetzt hier, zumindest die Außenbegehungen sind an dieser Stelle beendet. Ich hoffe, wir haben euch hier, ne, der Dennis hofft das sicherlich auch, wir haben euch hier schöne Eindrücke präsentieren können in dieser Reihe. Wir haben hier wirklich viel Recherchearbeit reingesteckt. Wir haben bestimmt nicht komplett alles beschrieben. Das ist bestimmt noch irgendwo ein kleiner Betonklotz oder irgendwas, was wir jetzt nicht haben. Aber ich denke, 95% werden wir wohl haben ungefähr, ne? Also viel kann das jetzt nicht sein, was da noch fehlt. Im Anschluss kommt noch mal eben ein bisschen was zur Technik, zu Flugzeugen etc. Das mache ich dann aber wieder aus dem Off. Und hiermit beenden wir das Video. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, schreibt irgendwelche Informationen, wenn ihr sie habt, in die Kommentare rein. Und ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ciao. Im Laufe der Recherche sind wir natürlich über jede Menge Artikel und auch Fotos und Veröffentlichungen gestolpert, die sich jetzt hier im Außenbereich einfach gar nicht mehr darstellen lassen. Laut Quelle des Fotos handelt es sich hierbei um eine Messerschmitt 262, die in Rheine fotografiert wurde. Wo das jetzt in Rheine war, vermag ich nicht zu sagen. Diese Bildeinblendung jetzt zuerst, da wir ja gerade im letzten Teil eben über den Ausbau des Silberplatzes, eben der speziell für diese Kategorie von Flugzeugen vorgesehen war, berichtet haben. Und auch zu der Arado 234
oder 234 oder 234, ich weiß nicht, wie man die Typenbezeichnung ausspricht, ich bin kein Luftfahrt-Nerd. Gibt es aber immerhin ganz interessante Belege für die Stationierung bzw. Erprobung in reine Bandlage. Und zunächst einmal schreibt unser Luftwaffenhelfer, der Wilfried Putlinski, etwas darüber in seinen Aufzeichnungen. Ich zitiere das mal. Es gab bei uns noch eine neu entwickelte zweistrahlige Düsenmaschine Arado 96, die mit Zusatzraketen startete und auf Kufen landete. So, da ist die Typenbezeichnung allerdings nicht richtig. Die Arado 96 war wohl eine einmotoriges Schulungsflugzeug. Allerdings, restliche Beschreibung hört sich schon recht interessant an. Konkreter wird hier das Lexikon der Wehrmacht und hier zitiere ich auch wieder. Bemerkenswert bei den ersten Ausführungen war die Tatsache, dass sie kein Fahrgestell besaßen. Da man die Kräfte, die bei der Landung einer so schnellen Maschine entstehen, für ein Fahrwerk zu hoch hielt, sollten die Maschinen auf Kufen landen. Gestartet wurde von einem Startwagen aus, der beim Start abgeworfen wurde. Und jetzt kommt's. Als im Februar die ersten Jumo 004AO Triebwerke geliefert wurden, verfrachtete man die beiden Prototypen nach Rheine. Am 15. Juni 1943 erfolgte der Erstflug der AR-234V1. Dabei zeigte sich, dass der Startwagen beim Start zu Bruch ging. Er wurde aus nur 60 Meter Höhe abgeworfen. Laut Eintrag bei Wikipedia fand der Erstflug der AR-234 am 30. Juli 1943 statt. Allerdings haben wir hier keinerlei Hinweise auf den Ort, wo er denn stattgefunden haben soll. Ja, das nächste Bild hat seinen Ursprung auch in einer Aussage von dem Herrn Putlinski, der nämlich schreibt, und ich zitiere, bei uns wurde eine Abschussrampe für neue Luftabwehrraketen aufgestellt, die allerdings nie zum Einsatz kamen. Das hat mich natürlich angespitzt, da wollte ich wissen, welche Luftabwehrrakete könnte es denn überhaupt gewesen sein? Kamen vielleicht mehrere in Betracht oder gab es vielleicht auch nur die eine? Und es hat sich herauskristallisiert nach einiger Recherche, die einzige, die dafür in Frage gekommen wäre, das wäre die Typhoon-Rakete gewesen, die nämlich schon einen Beschaffungsauftrag erhalten hat, beziehungsweise die wurde auch schon produziert, wurde aber eben nicht mehr an die Truppe ausgegeben.